Und herzlich willkommen zu unserem vorletzten Mal Shabbat Shalom The Talk. Das Semester neigt sich dem Ende und es ist echt krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Aber heute, bei dem heißen Wetter, haben wir auch ein heißes Thema, nämlich das Thema Sexualität. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Schreib jederzeit gerne im Chat deine Fragen, deine Kommentare. Und genau, ich freue mich ganz besonders auf unseren Gast heute, Andreas Bochmann, und auch an meiner Seite Jill. Vielleicht, genau, könnt ihr auch nochmal eingeblendet werden, denn Andreas Bochmann will ich euch kurz vorstellen. Andreas Bochmann, schön, dass du da bist. Du bist Professor für Beratung und Seelsorge. Du hast nach deinem Theologiestudium noch Counseling studiert. Du arbeitest als Ehe- und Familienberater. Du hast ein Buch zum Thema Sexualität bei Christen geschrieben. Du hast jung geheiratet, hast deine erste Frau verloren, bist wieder verheiratet. Ein bewegtes Leben. Und wir freuen uns, dass du heute bei uns bist und wir mit dir quasi als Experte über das Thema Sexualität reden können. Ja, schön, dass du da bist. Danke. Bevor wir anfangen, wird Jill noch mit uns ein Gebet sprechen und dazu lade ich euch auch ein, mitzubeten. Okay, lasst uns beten. Ja, lieber Papa im Himmel, du weißt, wir reden jetzt über ein ja, ziemlich spannendes Thema, ein Thema, was doch sehr viele Emotionen hervorruft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir behutsam und ja, mitfühlend über dieses Thema reden. Und sei du bitte da bei uns und schick du uns die richtigen Gedanken und die richtigen Fragen auch, damit wir mit dem Thema ja wirklich Menschen helfen können, die Fragen haben und nie den Mut haben, sich sich die Fragen zu stellen oder auch andere zu fragen. Sei du bitte jetzt bei uns und lass uns ein schönes Gespräch jetzt führen. Amen. Amen. Danke dir. So, ja, wir wollen heute über Sexualität reden. Und ich bin gespannt, bevor wir anfangen, ist für mich eigentlich die grundlegende Frage, was verstehen wir darunter? Damit wir so eine gemeinsame Basis haben, würde ich euch das gerne stellen. Was versteht ihr, wenn wir jetzt heute über Sexualität reden? Was versteht ihr darunter? Und vielleicht eben aus unserer christlichen Perspektive, was ist euch da wichtig? So, ja, diese Basis. Andreas, magst du anfangen? Ja, also bei Sexualität oder eben verkürzt Sex denken wir immer an bestimmte Aktionen, die man unternehmen kann. Ich glaube, es ist wichtig, einfach wahrzunehmen, dass es gar nicht so sehr um irgendwas geht, was man macht, als vielmehr um die Frage, wer man ist. Also wir sind sexuelle Wesen, geschaffen, wenn man es jetzt mal biblisch formuliert, geschaffen als Mann und als Frau. Das drückt sich aus bis in jede Körperzelle, kann man die Chromosomen ablesen, ob Mann oder Frau. Und mit anderen Worten, wir sind durch und durch sexuelle Wesen. Und alles, was wir tun, kommt aus diesem Sein, Mann sein, Frau sein. Und wenn wir jetzt spezieller über Sex reden, dann kommt das eben auch aus unserer Identität, wer wir sind. Und das vergessen wir manchmal und fokussieren nur noch auf irgendwie Geschlechtsverkehr oder keine Ahnung, ja, so. Ja, ich kann da eigentlich mich nur dem beipflichten. Für mich ist Sexualität gehört, ja, also ich brauche für Sexualität brauch ich auch einen Kontext der Sicherheit, der Vertrautheit. Also ich muss meinem Gegenüber vertrauen können und auch offen reden können. Also und deshalb gehört zum Beispiel Gewalt oder Missbrauch, Zwang oder so, ist für mich keine, ja, da ist dann irgendwas falsch zum Beispiel, wo ich sage, das zerstört eigentlich dieses intime Verhältnis. Und wenn ich jetzt biblisch argumentiere, da steht ja auch, also da wird ja interessant, ist es ja, dass da Sex mit Erkenntnis gleichgesetzt wird. Also einander zu erkennen, ja, erkennen ist ja viel mehr als bloß ein körperlicher Akt, sondern es geht darum, sich gegenseitig zu, er also ja, mehr von dem anderen zu erfahren. Mehr, also auch über, was den anderen so bewegt, was so seine Bedürfnisse sind und sich dem, ja, mit dem eins zu werden, dass man auch, sage ich mal, einen Teil des Lebens einfach zusammengestaltet und sich einfach,
Also das ganze Setting halt gehört für mich dazu. Da fühle ich mich zumindest sehr wohl. Ja. Ja. Jill hat schon angefangen. Was würdest du sagen, Andreas, wenn wir jetzt so wirklich erstmal aus dieser biblischen Perspektive einmal bleiben? Was wird da deutlich eigentlich in der Bibel, wenn wir jetzt noch so generell beim Thema Sex bleiben und noch jetzt nicht spezifisch gucken? Ja, hast du denn noch irgendwie? Also ich denke, das, was Jill gesagt hat, ist ganz wichtig, weil dieses Erkennen ist nicht nur ein Euphemismus, weil die Leute sich nicht getraut haben zu sagen Sex, ja, sondern da steckt ein Konzept hinter, dass es tatsächlich um ein ganzheitliches Geschehen geht, das aus diesem Mannsein, Frausein kommt, das ja an sich noch nicht das vollständige Ebenbild Gottes ist. Ne? Also das Ebenbild Gottes ist, wenn beides da ist, wenn beides zusammen da ist. Und insofern ist es diese Vervollständigung, ein Fleisch werden, eins sein und in dieser Einheit auch tatsächlich Ebenbild Gottes werden. Und damit hat das zum einen diese ganz intime, ganz nahe Qualität und ja, zum anderen eben wirklich ganzheitlich und nicht nur irgendwie eine Abfuhr, Triebbefriedigung. Ja. Auch da als Ergänzung, ich finde es auch schön, dass es einige Passagen der Bibel gibt, sogar ein ganzes Bibelbuch, das Hohelied der Liebe, also von Salomon. Da ist so viel Romantik dahinter, aber auch so viel Lust, also beides. Also wenn ihr da mal eine moderne Übersetzung habt und dann mal das Hohelied euch durchlest, das ist ein Genuss, weil wirklich sehr viel Intimität, Vertrautheit, aber auch Lust dahinter ist. Oder auch selbst in den Sprüchen, also einfach noch, um mal eine Kostprobe zu geben, wenn da steht im Sprüche Kapitel 5 so, erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Also es ist schon, da würde wahrscheinlich der eine oder andere sagen, steht das wirklich in der Bibel? Aber die Bibel hat einfach ein sehr positives Bild von Sexualität. So ist das. Das hat manche so verängstigt, dass das Hohelied dann tatsächlich auch verpönt war und eher nicht gelesen werden sollte. Das war zu gefährlich. Und tatsächlich ist kein Buch für junge, hormonübersteuerte Jugendliche. Ja, wenn man wirklich liest, was da drin steht und ein bisschen die orientalische Poesie tatsächlich versteht und deuten kann. Du hattest ja auch mal gesagt, Andreas, und das war, also ist mir so im Gedächtnis geblieben, das Erste, worüber Gott mit Menschen redet, ist Sex. Also dieses seid fruchtbar und mehret euch ist der erste Auftrag, oder ja, eigentlich der erste Satz, so, den Gott ihnen so weitergibt oder der uns ja aufgeschrieben wurde. Und das finde ich so interessant, wenn wir das jetzt so als Basis nehmen, dieses Sex ist gut, also ist als ideal geplant, es war ein Geschenk oder es ist ein Geschenk und was dann auch teilweise daraus geworden ist oder diese Perversion, dass dann halt wirklich so wirklich was kaputt gegangen ist. Aber ich mag diese Basis zu sagen, das war eigentlich so Gottes Idee. Ja, fand ich eigentlich schön. Ich würde gerne an der Stelle direkt eine Frage einwerfen, die finde ich passt, weil das auch im Chat gefragt wurde. Andreas, du hast gesagt, also Philipp fragt, heißt das, dass ich als einzelner Mensch nicht vollständiges Ebenbild Gottes bin? Brauche ich einen Partner, um komplett zu sein? Und diese So eine Frage Frage habe kommt ich schon so natürlich. oft gehört. So eine Deswegen gebe Frage ich sie dir kommt gerne sofort weiter. von einem Theologen, ganz klar. Philipp, die Frage ist falsch, wenn du sie stellst. Du bist verheiratet. Also ich glaube nicht, dass ein Leben als Single unvollständig ist. Aber tatsächlich ist das Ebenbild Gottes eben nicht der Mann oder die Frau, sondern ist das Wesen Mann und Frau, das Zusammengehörige. Und das wird oft ja vereinseitigt. Und das hat für viele, viele auch theologische Diskussionen natürlich Konsequenzen. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, ich bin kein vollständiger Mensch, wenn ich nur als Einzelwesen ohne Gegenüber
da bin. Aber natürlich braucht auch jemand, der Single ist, ein Gegenüber immer wieder. Einen Austausch, eine Begegnung. Und das gehört zu unserem Menschsein einfach dazu. Ja. Aber klar, Philipp als Theologe muss sofort mit dieser Frage kommen. Ja, im Chat wurde aber, auch nochmal geschrieben. Was ich aber auch noch schön finde, ist, dass in Kapitel 2 steht ja, dass der Mann und die Frau beide waren nackt und sie schämten sich nicht. Und das ist so eine Scham, das Schamgefühl ist ein grundsätzliches Gefühl, was wir gegenüber anderen haben. Und da steckt auch eine gewisse Angst dahinter, was könnte mir der andere antun? Oder ich mache mich ja verletzlich, wenn ich nackt bin oder so. Und in der Situation hatten die Menschen, oder das erste Menschenpaar, aber das könnte, kann man auch locker, glaube ich, auch ganz allgemein verstehen, dass die ersten Menschen hatten keine Angst voreinander. Sie hatten ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Und das ist für mich auch Ebenbild Gottes, Vertrauen zueinander haben und keine Angst haben. So. Und in dieser Gemeinschaft zu leben, das finde ich auch ein schöner Gedanke. Wobei die Beschämung dann mit dem Sündenfall kam. Ne? Also das ist ja das Spannende. Wissen, was gut und böse ist und das Erste, was ihnen auffällt, ups, wir sind ja nackt. Also das ist schon eine sehr spannende Geschichte, die auch nicht ganz der Ironie entbehrt. Ja? Dass justement als ihnen die Augen, wie die Schlange ihnen versprochen hatte, die Augen aufgetan wurden, da haben sie ihre Nacktheit gesehen und da kam das Schamgefühl. Und seit dem Sündenfall brauchen wir auch das Schamgefühl im Sinne eines Schutzes. Ja, aber vorher war das alles gar kein Thema. Und eigentlich finde ich das voll spannend, quasi, wenn man das so im Kopf hat, ist ja das Ideal, wenn man jetzt wirklich vom Sex redet, also von dieser krassen Intimität, das doch eigentlich mit jemandem zu teilen, den man auch quasi vor dieser, also wo man sich eben nicht schämt, wo man sich eben dieses in- und auswendig kennt, auf einer ganz anderen Ebene, außer jetzt einer rein körperlichen. Und ich denke, wir bleiben beim Thema so erstmal jetzt dieses Beziehung, was wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet haben, dass Mann und Frau zusammengehören. Und jetzt bringe ich diesen Satz, den ich ganz auf dem Kopf hatte, nämlich kein Sex vor der Ehe. Das ist so ein Spruch, vielleicht der viel mit konservativen Christen in Verbindung gebracht wird. Und nein, es ist kein Bibelzitat, weil das irgendwie manchmal denkt man das. Ja, ist es, was sagt ihr? Ist es ein Klischee? Ist es doch vielleicht ein Ideal? Und wie können wir damit umgehen mit diesem Sex vor oder in Beziehung oder außerhalb? Also wie können wir mit diesem Komplex umgehen? Gebe ich euch weiter. Ach ja, kein Sex vor der Ehe. Ja, also um das mal vorweg zu sagen, ich halte das tatsächlich für ein Ideal, das erstrebenswert ist, könnte ich jetzt auch begründen, aber der Satz ist insofern falsch, deshalb habe ich so auch begonnen heute, der ist insofern falsch, als wir sexuelle Wesen von Anfang an sind. Und nicht erst mit der Eheschließung oder mit der Pubertät, sondern schon mit der Geburt, beziehungsweise vor der Geburt sind wir schon festgelegt, Mann oder Frau, sind wir männlich oder weiblich und sind sexuelle Wesen. Und die Sexualität findet unterschiedliche Ausdrucksformen in unterschiedlichen Lebensphasen. Aber kein Sex ist ein schwieriger Satz. Was damit gemeint ist, ist kein Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Gut, darüber kann man dann reden. Tatsächlich war in biblischen Zeiten die Jungfräulichkeit ein hohes Ideal. Aber da muss man natürlich auch zu wissen, dass Frauen und Männer verheiratet wurden, sobald sie in die Pubertät kamen, sobald sie geschlechtsreif waren. Und das ist was anderes als heute, wo Menschen die Erstehe statistisch, nach dem Statistischen Bundesamt, im Durchschnitt bei 31, 32 Jahren haben. Das ist eine ganz andere Situation. Und da, glaube ich, ist das Wesentlichere, dass wir verantwortungsvoll miteinander umgehen und unsere Sexualität, also unser Mannsein, unser Frausein, verantwortungsbewusst leben. Und da muss ich eben auch fairerweise sagen, aus meiner Beratungserfahrung, aber auch aus persönlichen Erfahrungen, dass mit das Schmerzlichste sein kann, wenn man sich sexuell auf jemanden einlässt und dann die Beziehung nicht gelingt, keine Beziehung bei rauskommt.
Insofern ist der umgekehrte Weg einfach der schönere und aus meiner Sicht der erfolgversprechendere, dass man sich kennenlernt, sich annähert und in eine Beziehung hineinwächst, einschließlich der Entwicklung und Entfaltung der Sexualität, die ja nicht nur aus Geschlechtsverkehr besteht. Also ich will diesen Gedanken nochmal aufgreifen, Andreas, aber wo ich sage, was schon wichtig ist, dass wir Sexualität, ja, dass wir uns damit auseinandersetzen, wann ist, weil Sexualität hat auch so eine große Macht auf uns. Also ich denke da zum Beispiel an Paulus, der auch in Korinth, der seinen Lesern da geraten hat, ja, okay, wenn jemand einfach es nicht aushalten kann vom Verlangen her, dann soll er lieber heiraten und so. Also man merkt einfach, dass das hat einfach einen starken Einfluss und dann muss das schon geregelt sein. Und es gibt auch immer, es gibt dann auch so gerade in Mosebüchern, also im zweiten Buch Mose, so Kapitel 22, da steht zum Beispiel so eine Stelle, wenn jetzt ein Mann eine Jungfrau verführt und ins Bett ja, schleift, also, dann soll er auch bitte sie heiraten und den Brautpreis zahlen dafür. Also wo schon steht, das muss schon geregelt sein, das muss schon in geordneten Verhältnissen irgendwo sein. Was ich mich aber jetzt frage, ist, gerade wenn wir in einer Beziehung sind, wo ich immer mehr eins werde mit dem anderen, das heißt, ich lerne den anderen seine Gedanken kennen, was erfreut ihn, was macht ihm Sorgen. Ich lerne auch seine Gefühlswelt kennen und automatisch lerne ich auch seinen Körper kennen. Das gehört einfach ganz normal zur Entwicklung dazu. Und was ich immer so ein bisschen problematisch finde, ist, wenn man sagt, ja, aber bis zur Ehe musst du warten, ist für mich so, man entwickelt das Geistige miteinander, man entwickelt das Geistliche miteinander, das Seelische miteinander, aber das Körperliche miteinander, diese Entwicklung, die muss zurückgestellt werden bis zur Hochzeit. Und ich empfinde das eher als etwas Unnatürliches, gerade weil man ja diesen geschützten Rahmen, finde ich, unbedingt nur mit der Ehe, mit dem Eheschein hat, sondern gerade durch das Zusammenwachsen, durch das Zusammenfühlen, durch das immer mehr Kennenlernen, das gibt mir sehr, sehr viel Sicherheit. Einen Eheschein, das gibt mir ganz ehrlich gesagt nicht so viel Sicherheit. Aber Eliane, du kannst ja mal das, kannst ja, oder Eliana kann ja auch mal was dazu sagen. Also als Frau sieht man es vielleicht nochmal anders, ich weiß es nicht. Na, also das Ding ist, was Andreas gesagt hat, das ist für mich, also seitdem ich das so ein bisschen durchs Studium, so diesen kulturellen Kontext der Bibel verstanden habe, denke ich mir so, ja, was machen wir denn mit diesen 20 Jahren? Also zwischen, also weißt du, so damals Pubertät, geheiratet, 13, 14 waren die Mädels. Und jetzt heiraten die mit 31. Gut, ich bin halt vielleicht so in der Mitte, habe mit 21 geheiratet. Aber trotzdem frage ich mich auch, ja, wir sagen zwar, das wäre ein Ideal, aber also reden wir denn auch darüber oder haben wir auch ein sicheres Umfeld, wo wir sagen, da kann ich mich mal anvertrauen, wie gehe ich jetzt mit diesen Situationen um? Weil ich kann doch jetzt nicht erwarten, dass ich, oder weiß ich nicht, dass jetzt junge Menschen bis 30 da irgendwie keine, also ich sage es mal, keine Ahnung oder keine Praxis haben und dann auf einmal das super toll finden sollen und das alles funktionieren soll. Also da denke ich mir so, irgendwie, also mir hätte zum Beispiel in meiner Jugend wirklich so in diesem Alter, so 15, 16, wirklich so ein, also da hatte ich ja noch nicht mal eine wirkliche Beziehung oder so, da hätte ich halt wirklich diese Hilfestellung gebraucht, um mir einfach mal Gedanken darüber zu machen. Und ich bin froh, dass ich dann halt erst durch meine Beziehung jetzt auch mit, oder jetzt auch die Ehe mit Sean, halt viel überhaupt darüber nachgedacht habe, was alles so für Einstellungen mit der Zeit so in meinem Kopf waren, die mich eigentlich, ja, vielleicht, ja, gestört haben. Also ich denke, wir haben nicht nur diesen zeitlichen Spagat zu leisten, sozusagen zwischen Pubertät und Heirat dann quasi, die es schwierig macht. Wir sind auch natürlich in einem gesellschaftlichen Wandel. Und während in der Vergangenheit Sexualität sozusagen fast schon überhöht wurde als das Nonplusultra, ja, und wer das erste Mal Sex hat, ist meistens erstmal enttäuscht, weil so bombastisch ist es beim ersten Mal meistens nicht. Aber heutzutage ist eben statt dieser Überhöhung der Sexualität
eher so eine Fast-Food-Mentalität entstanden. Das heißt, Sex ist nichts Besonderes mehr. Das ist wie Essen und Trinken, wie zu McDonald's gehen. Oder ich habe es mal, habe sogar eine hier, ja, kennt vielleicht diese Folien, diese Luftpolsterfolien, ja, die so schön poppen. Und poppen ist ein Wort, was ganz woanders herkommt, aber so ein bisschen kommt mir das vor, das Poppen, also das wild durch die Gegend schlafen, mal mit diesem, mal mit jenem, ist so ein bisschen wie eine Luftpolsterfolie, das heißt, ist alles gleich. Alles gleich langweilig letztlich. Macht immer Pop und das ist ja ganz neckisch. Ja, aber dann kommt eben die nächste dran. Und genau das, diese Haltung gegenüber der Sexualität, finde ich schade, weil da so unglaublich viel verloren geht. Und deshalb glaube ich, dass etwas wachsen muss. Jill, das hast du, glaube ich, beschrieben. Ein Zusammenwachsen passieren kann. Und in diesem Zusammenwachsen dann auch jeder und jede eigenverantwortlich entscheiden muss, wie weit gebe ich diesem Zusammenwachsen auch körperlich Ausdruck. Und da, glaube ich, ist die Verantwortung wichtiger, als zu sagen, also bis dahin ist okay, ab da ist es dann Sünde oder so. Ja, also ich weiß nicht, der liebe Gott grinst manchmal über uns, glaube ich, wie wir versuchen, alles in Kisten und Kästchen zu packen. Aber ich will das Gegengewicht zeigen, weil ich eben aus meiner Arbeit auch weiß, dieses undifferenzierte, ich suche mir meine sexuelle Befriedigung und ich fang einfach mal damit an. Ja, viele Beziehungen beginnen quasi im Bett, aber der Schmerz hinterher ist dann eben doch groß und über den wird in den Medien und Hollywood und Co. eben weniger geredet, was das mit einem Menschen dann tatsächlich auch macht. Also ich kann auch zum Beispiel, ich werde auch immer im Chat jetzt die Frage gestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel Zachary 190 nehme, spielt es eine Rolle, ob man Sex vor oder nach der Ehe hat? Ist eine Frage. Ich glaube, das muss wieder jeder individuell für sich entscheiden, denn ich glaube, es gibt Leute, für die ist es besser zu warten und es gibt andere, für die ist es nur eine Belastung. Also ich, zumindest sehe ich das oder mache ich einfach diese Erfahrung, dass es Leute gibt, die eher weinend im Bett zusammenliegen und einfach dauernd sich Vorwürfe machen, obwohl es einfach so ein Muss ist, ich muss das ja so machen, statt einfach zu fragen, okay, wie ist es dann zwischen uns beiden? Also stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Und dass man einfach mehr eine Natürlichkeit reinkriegt, mehr eine Begegnung und Reden und nicht so eine verkrampft, das muss doch unbedingt so sein. Es kann gut sein, wenn man den Weg geht, aber ich sage immer, man muss immer von Fall zu Fall gucken, weil es ist einfach zu komplex, einfach ein Allheilmittel über alles zu setzen. Ich gehe halt als Wissenschaftler auch ran und bin sehr der Empirie verhaftet. Es gibt viele, viele Studien, insbesondere aus den USA, die ganz deutlich zeigen, dass voreheliche Sexualität sich nicht positiv, sondern eher negativ auf die eheliche Sexualität auswirkt. Warum auch immer. Es gibt eine große Studie, die in Deutschland gemacht wurde, und zwar in Friedensau, die tatsächlich gezeigt hat, dass es in Deutschland, und das war eine sehr breit angelegte Studie, dass es dort keinen Effekt gibt. Was auf jeden Fall nicht stimmt, ist dieser Mythos, ich muss es doch erstmal ausprobieren, um zu wissen, wie es geht und ob das passt und ob das schön ist und so im Sinne von Test Drive, ja, ein Auto mal eben um Block fahren und dann sagen, ach nee, ich nehme doch lieber ein anderes. Das funktioniert eben nicht. Also die Sexualität wird nicht besser dadurch, dass ich möglichst viel und breit gefächert vorher übe, bevor ich mich auf einen Menschen dann tatsächlich einlasse oder auch mit diesem einen Menschen übe. Es wird dadurch nichts besser, sondern gut wird Sexualität tatsächlich dadurch, dass ich mich auf einen Menschen festlege, mich ganz fallen lassen kann und eben auch angstfrei und geschützt mich verletzlich. Du hast vorhin das Wort reingebracht. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Wort. Also Sex macht verletzlich. Und das will wirklich auch gut bedacht sein.
So, ne? Aber ich glaube, dass der Unterschied zwischen den amerikanischen Studien und der deutschen Studie tatsächlich auch darin liegt, dass Amerikaner und Deutsche, also junge Erwachsene, haben genauso viel vorehelichen Sex ungefähr. Aber bei den Amerikanern ist stärker integriert so das schlechte Gewissen dabei. Und wenn ich das mit schlechtem Gewissen tue, ne? Paulus sagt mal in einem anderen Kontext, jeder sei sich seiner Sache gewiss. Also wenn ich mir unsicher bin und denke, eigentlich sollte ich nicht, aber es, der Trieb ist so stark oder so, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach oder wie auch immer, dann kommt es tatsächlich zu Komplikationen, weil ich mein eigenes Wertemodell nicht lebe. Das ist dann das eigentliche Problem, und nicht der Akt an sich, der passiert ist. Während in Deutschland, oder in Europa insgesamt, Sexualität, was viel Selbstverständlicheres ist und auch gesellschaftlich nicht mehr gekoppelt ist an die Ehe. Was ich aber auch für problematisch halte, weil das eben zum Poppen wird, zum Unverbindlichen, alles ist gleich. Ja? Und insofern kann ich nur immer wieder sagen, geht mit euch, mit eurem Körper, mit eurer Sexualität verantwortungsbewusst um, Schritt für Schritt. Und es gibt viele Möglichkeiten, der Körperlichkeit Ausdruck zu geben, die jetzt nicht gleich in die Vollen gehen muss und eine Schwangerschaft riskieren muss, zum Beispiel. Ja. Sagen, so ich nehme jetzt ein bisschen wirklich diesen Gedanken mit für mich, Sex als wirklich etwas für eine feste Beziehung gedachtes ist halt in diesem geschützten Rahmen gut. Und ich denke, das, was du auch gesagt hast mit diesem Ehe als Ideal, also ich kenne jetzt auch für manche, so in meinem Freundeskreis oder so, wo jetzt Ehe kein wirklicher Begriff jetzt für die nahe Zukunft ist, so irgendwann. Und dann denke ich mir so, hey, dann, also vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster, vielleicht werde ich gehatet, aber dann denke ich mir so, es ist doch schön, wenn es eine feste Beziehung ist, wo sie wirklich sagen, ja, wir können, wir wollen für immer zusammenbleiben. Dann sage ich, also erstmal ist mir wichtig zu sagen, wer bin ich, um irgendwen hier zu verurteilen. Und ich denke, es gibt halt kein Patentrezept, so was halt auch Jill gesagt hat. Ich glaube, durch die Kommunikation innerhalb der Beziehung kann man halt auch einfach vieles entdecken, vieles klären und Grenzen klar aussprechen. Es klingt blöd, ne, aber am Anfang meiner Beziehung musste ich erstmal lernen, dass ich meine Grenzen aussprechen kann. Ich hatte auch keine Worte dafür. Ich hatte auch keine Ahnung, was ich sagen. Nee, das möchte ich jetzt nicht oder ja, das ist gut. Also, und ich denke, so ein Gefühl dafür zu kriegen, auch was Andreas bei Begegnung unter dem Wort gesagt hat, für die, die es gesehen haben in Friedensau, dass Sexualität eine Sprache geben. Und ich denke, das ist so das, was mir eigentlich wichtig ist, auch heute so, wie machen wir uns Gedanken darüber? Und ich sehe, die Zeit ist schon wieder viel zu sehr vorangeschritten. Aber ja, ich will vielleicht noch eine Ergänzung sagen. Also wir wollen eigentlich noch über Selbstbefriedigung reden, weil das ist ein wichtiges Thema auch nicht. Ist gerade für die Leute, die nicht in einer Beziehung sind, das zu dem Thema kommen wir wahrscheinlich nicht. Aber was, also ich stelle vielleicht noch mal eine kritische Frage am Ende, weil ich kann mir nicht vorstellen, Sexualität mit jemandem zu haben, außerhalb einer Beziehung. Aber es gibt sehr viele Leute, die können das. Und die haben klare Linien, die sagen, okay, das und das machen wir und das nicht, oder das sind die Grenzen. Und wie ich das bewerten soll, ich weiß es nicht genau, aber ich sehe, dass das bei den Leuten, die das betrifft, eigentlich keine direkten negativen Folgen hat. Und deshalb lasse ich das einfach mal so offen stehen, dass wir im Gespräch immer noch den Menschen sehen und nicht unsere vorgefertigten Muster haben und sagen, na, das ist ja komplett, dir geht es ja richtig schlecht in Wirklichkeit oder irgendeinem was zu unterstellen. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch offen bleiben und also zumindest im Gespräch die Leute versuchen zu verstehen. Das ist mir noch wichtig bei dem Thema. Würde ich sofort unterstreichen. Deshalb hatte ich auch am Mittwoch gesagt, Sex bringt uns nicht näher zu Gott. Also in vielen Kulten rund um Israel, Tempelprostitution und all sowas, ne, war da gang und gäbe. Nee, durch Sexualität, durch das Ausleben der Sexualität kommen wir Gott nicht näher. Das heißt im Umkehrschluss auch durch die Enthaltsamkeit
kommen wir Gott nicht näher. Also Gott hat uns das geschenkt, macht was damit. Macht was damit in großer Verantwortung. Ja? Aber dass eben manche Leute da sich völlig frei fühlen, Tinder rauf und runter zu nutzen oder ähnliche Seitensprung und Tralala, hast du nicht gesehen, das habe ich nicht zu be- oder verurteilen. Mein christlicher Maßstab ist an der Stelle der der Verbindlichkeit. Und wenn wir jetzt sagen, muss es bis zur Ehe, gut, dann sage ich Maria und Josef, die waren nicht verheiratet, steht ausdrücklich da. Die ganze Jesus-Geschichte beruht ja darauf, dass der Josef sie noch nicht berührt hatte, obwohl sie schon verlobt waren. Und das war damals viel, viel mehr als die heutige Verlobung. Also so streng war das damals geregelt. Aber ich kann da nur sagen, ich kann nicht für jemand anders das entscheiden. Ich habe übrigens selber ganz bewusst gewartet und Sprache finden hieß manchmal nicht Worte, sondern zack, ne, hatte ich was auf dem Finger, wenn die in die falsche Richtung wanderten, so ne, zu früh in der Beziehung. Das funktioniert trotzdem und ist trotzdem eine wunderbare Ehe draus geworden. Ja? Aber da muss jeder für sich selber entscheiden und ringen, wie weit und in welcher Weise will ich meiner Körperlichkeit Ausdruck geben, wie weit möchte ich mich auch und kann ich mich verletzlich machen oder möchte ich mich auch ein Stück schützen. Ja, das, denke ich, ist schon auch wichtig. Aber das können wir nicht für andere. Das müssen wir auch nicht für andere beurteilen. Nur ich persönlich, Gilles, ich ziehe ein französisches Gourmet-Restaurant jedem McDonald's vor. Riesig coole Bilder irgendwie. Und ich nehme es jetzt einfach mal als Schlussplädoyer, außer sonst, genau, wir haben die Zeit schon überschritten. Ich denke wirklich, das, was so rausgekommen ist, ist dieses, wir können und eigentlich müssen auch eigenverantwortlich handeln, lernen, was, was wollen wir und in der Kommunikation bleiben. Und ich denke, dann, wenn man auch den anderen sieht, dann kommt da was Gutes bei rum. Und zum Schluss möchte ich noch einen Satz sagen, den Andreas jetzt heute nicht gesagt hat. Sex hat etwas mit Würde zu tun. Und das hatten wir bei ihm auch im Unterricht. Und ich denke, dass wir uns selbst würdigen sollten und auch den anderen. Und weil Gott uns das geschenkt hat. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke, auch vielen, vielen Dank an alle, die in den Kommentaren geschrieben haben. Und jetzt, genau, noch die letzte Info, das letzte Mal. Nächste Woche ist das letzte Shabbat Shalom für dieses Semester, auch hier für dieses YouTube-Format. Mit Stefan Höschele und Philipp und Michael, die werden das noch alles noch mal so ein bisschen zusammenfassen. So, wie können wir mit unserer christlichen Freiheit, aber auch christlichen Verantwortung als junge Menschen einfach so, wie kann man das vereinbaren? Und ich freue mich drauf. Also bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss hat Jill jetzt noch einen Segen für uns. So geht nun hin in Frieden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen. So wünsche ich euch allen, wie es hier üblich ist, einen gesegneten Sabbat mit den Worten Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Danke.